Der Mord ist der einzige magische Vorfall, der noch ungeklärt ist. Stimmt das? Ja, das ist korrekt. Ist es wirklich wahr, dass dieses Verbrechen ohne Hexerei nicht möglich gewesen wäre? Zu jenem Schluss kamen die Ritter, sowie die Großinquisitorin persönlich. Das Verbrechen geschah zum einen hinter verschlossener Tür, was bereits auf Hexerei schließen lässt. Ich glaube, wenn man Sch und irgendeinen Buchstaben dahinter hätte, dann kann man das eigentlich auch machen. Verschließen. Verschlossener Tür und schließen, ja. Außerdem? Der Meister wurde von vielen gemocht und war niemand, der sich Feinde machte. Sie kamen einfach von selbst. Er war nett zu jedermann und ohnehin aufrichtig. Es war mir stets eine Ehre, ihm zu dienen. Ich kann nicht glauben, dass jemand anderes als eine Hexe ihm schaden wollte. Listen! Was meinst du, wie der Täter in einen verschlossenen Raum gekommen ist? Wie er in einen verschlossenen Raum gekommen ist? Ohne die Hände zu benutzen. Oh. Naja, es war eine Hexe, oder nicht? Also ist es wahrscheinlich durch Magie, ist sie wahrscheinlich durch Magie hineingekommen. Ich finde, wir sollten den Täter nicht mehr Hexe nennen. Wie wär's mit... Zauberer! Ich weiß nicht, ob wir uns über Formulierungen den Kopf zerbrechen müssen. Das ist aber sehr frauenfeindlich von ihm, dass er lieber Hexe sagen will als Zauberer. Naja, was soll's. Ach übrigens, hast du das gehört von Tay oder Tai? Dem Microsoft, der künstlichen Intelligenz von Microsoft, die auf Twitter rassistische Comments geschrieben hat? Was? Nee, hab ich nicht. Doch, und zwar, dieses Ding war lernfähig und hat anscheinend das Falsche gelernt. Und es gab wohl einen Fehler, mit dem man dieses Ding einfach Tweets rezitieren lassen konnte. Zum Beispiel von Donald Trump. Oh. Dem amtierenden Präsidenten der Vereinigten Staaten. Hey Siri, wo ist denn der nächste Dönerladen? Fick dich, du bist eh zu fett. Wenn das wirklich mal kommen würde. Gibt's das schon? Weiß ich nicht. Ich denke mal, in anderer Form wurde das bestimmt schon zu jemandem gesagt. Ja. Ja. Nee, also das wäre cool. Ehrlich gesagt, ich würd einer künstlichen Intelligenz sowas gar nicht erst übel nehmen. Nicht beim ersten Mal. Wenn sie das über mich sagt, na nett. Nein, auf jeden Fall will... Also es soll wohl eine gewisse Gruppe aus 4chan dahinter stecken, dass das Ding so rassistisch geworden ist und teilweise sogar selbst rassistische Tweets verfasst hat. So, und diese 4chan-Gruppe soll laut Gemunkel aus der nächsten Version von Tai eine Feministin machen wollen. Gottes Willen, noch eine Alice Schwarze. Noch eine Anita Sarkeesian, Sarkastien, was auch immer. Bloß nicht googeln, was der Name heißt, sonst muss ich mich schämen dafür, dass ich ihn irgendwie noch bekannter gemacht habe. Ich kenne ihn gar nicht, gut, wenn ich ehrlich bin. Gut, du hast ihn auch gerade eben vergessen. Ja, ehrlich gesagt schon. Anita irgendwas mit Sarkasmus. Ja. Hey, guck mal, Nick! Hör auf den Boden! Das ist so ein Dingsbums! Kennst du diese Bildgegenüberstellung, wo irgendwie auf der einen Seite ein Fragezeichen ist und auf der anderen Seite eine halbnackte Frau und beim einen steht Dingsbums und beim anderen Bumsdings? Ist nicht von mir, habe ich gesehen. Das war jetzt nicht frauenfeindlich, kein Stück. Nö. Nein, apropos Dingsbums, meine Mitbewohnerin lernt ja fleißig. Nicht Bumsdings, Dingsbums. Sie lernt ja fleißig Deutsch und da habe ich hier schon mal ein wichtiges Wort beigebracht für den Fall, dass sie irgendwas erklären will. Nämlich Dingsbums. Ja. Damit kann sie alles sagen. Ja, also mit dem Dingsbums habe ich Dingsbums gemacht und dann kam da ein Dingsbums bei raus. Oder wie man bei uns sagt, geh mal nuff zum Ding und sagt zum Ding, der Ding soll raus und schlägt ein Ding sein Ding davor. Oder so. Also, ein Kornkreis! Richtig? Nee, Moment, das ist kein Kornkreis.
Das ist ein... Ah, Moment, das ist ein... Weizenkreis. Ja, genau. Von Rogger gemacht. Nee, aber Moment, das Ding ist ja... Das ist ja noch nicht mal ein Pentagramm. Es ist ein Quadrogramm. Ja. Ich sehe es ehrlich gesagt nicht. Das ist da unten. Das ist ein Alchemistenkreis, Maya. Wir sind doch auf keinem Feld. Hier. Verzeiht, wenn ich mich wiederhole, doch stellt bitte sicher, nichts zu berühren. Behalte deine Finger bei dir, Maya. Behalte deine Finger bei mir, Maya. An mir, in mir. Oh. Kein Problem, ich kann der Versuchung widerstehen. Das könnte man echt jetzt falsch verstehen. Das ist jetzt Emmy. Der Versuchung widerstehen? Oh Mann. Oh, jetzt kriegen wir doch bestimmt ein Rätsel irgendwo. Aber erstmal kriegen wir hier ein Rätsel. Ja. Bling! Diese Hinweismünze erinnert mich an ein Rätsel. Da war noch eine. Wo? Ein Bücherstapel links auf dem Boden. Ah, Tatsache. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Also ich habe nicht mal mitbekommen, dass man da überhaupt was klicken konnte. In diesem Schrank wurde vielleicht Forschungsmaterial des Alchemisten aufbewahrt, aber nun ist er leer. Außer Gerümpel ist hier nichts mehr. Außer einem Pümpel nur Gerümpel. Ach nein, das heißt ja Pümpel, oder? Das ist eine Sphäre des Nachthimmels. Der Alchemist hat also auch die Sterne studiert. Ob er wohl auch Horoskope erstellt hat? Witter, Liebe, vergiss es. Oh. Sterne studiert. Studiert. Horoskope erstellt. Warum hat das nicht jetzt unser Kumpel da gesagt? Ein Bild. Dahinter ist ein Schalter oder ein Geheimgang. Hey, Nick, das ist aber ein hübsches Bildchen. So ein Bild können wir doch auch im Büro an die Wand hängen, findest du nicht? Was hast du, Nick? Kein Büro. Die Wand hinter dem Bilderrahmen. Die Wand an die Wand hängen? Wie sieht das denn aus? Das ist aber blöd. So lustig fand ich das jetzt aber selber nicht. Das ist aber... Ich weiß nicht, vielleicht war es einfach der Moment, in dem mir das klar wurde. Ja. Die Wand an die Wand hängen. Oh, die! Ja, die sah ja bestimmt wundervoll aus. Da scheint irgendein grüner Fleck gleich neben dem Gemälde zu sein. Oh ja. Ich frage mich, ob da etwas hinter dem Gemälde versteckt ist. Die Wand, auf die Wand gehängt wurde. Also diesen grünen Fleck würde ich mir auch ins Büro hängen. Hey, Nick! Listen. Guck dir das mal an! Look! Watch out! Die Wand hinter dem Gemälde, sie ist grün gestrichen. Warum ist die auch grün gestrichen? Gibt es ein Problem? Nein, kein Problem. Das könnte ein Hinweis sein. Dass es kein Problem gibt? Wir haben grün und schön gelöst, Grün und blühen. Grün und... Nee. Kennst du blau und schlau, ne? Nee. Kennst du nicht grün und blau? Blau und schlau. Sag nicht, ne? Das ist so eine komische Kindershow. Mit einem Hund. Und so einem, und so einem Menschen, der... Ja, etwas merkwürdig rüberkommt, wenn man erwachsen ist. Das sagt mir ehrlich gesagt nichts, ne? Naja. Du meinst aber nicht Elton. Nein. Blues Clues, blau und schlau heißt das. Nö, kenn ich nicht. Läuft das im Fernsehen? Es lief auf jeden Fall mal auf Super RTL im Morgenprogramm. Muss ich mal googeln. Ich werd's eh vergessen, bis wir fertig sind. Wir haben blau und schlau gelöst, denn wir sind ganz schön blau, schlau. Okay, ja, jetzt haben wir das gefunden, aber jetzt können wir das immer noch anklicken. Aber es bringt uns nichts, denke ich. Die Wand hinter dem kleinen Gemälde wurde grün gestrichen. Das könnte ein Hinweis sein. Bla 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 bla. Okay.
Ja, ich fand's auch cool, dass du blablabla gesagt hast, als nur noch Punkte kamen. Wusste ich doch nicht. Du weißt doch sonst immer alles schon vorher. Ja, stimmt. Aber das wollte ich nicht wissen. Ein seltsam geformtes Instrument, das fast aussieht wie eine Bong. Ich habe keine Ahnung, wofür das benutzt wird. Hehe. Natürlich. Das könnte ein Apparat sein, der Brot zu Gold werden lässt. Ja, wenn du das Zeug, was da drin ist, rauchst, dann denkst du wirklich, dass Brot Gold ist. Hierauf oder auf ihn? Auf ihn. Den Boden. Nein, Was ist los, Mr. Erlington? Oh, es, genau genommen ist es dieser... Anhänger! Ich muss zugeben, Es ist dieser Anhänger, er steht vor dem Haus, aber leider haben wir dazu kein, wie nennt man das? Kein Führer... Pferd. Fahrerhaus. Führer, nee. Ja, oder Pferd. Stimmt. LKWs gab's da ja noch nicht. Pferd. Zugmaschine. Keine Zugmaschine zu diesem Anhänger. Und deswegen muss ich Zug eben. Ich finde ihn faszinierend. Zug eben. Ah. Oh, ihr meint dieses alte Ding? Das nennt sich Professor Layton. Das ist Phoenix. Magatama. Magatama? Nein. Es ist ein Megatama. Die Mega-Entwicklung von Tama. Was auch immer. Es ist ein Digimon. Tama. Tamamon. Nein, ein Digimon. Tama. Oh. Oh, der war schlecht, ich weiß. Ja. Wobei, so schlecht fand ich ihn im Nachhinein gar nicht. Ich habe ihn noch nicht verstanden. Yep. Man könnte sagen, es ist eine Energiequelle. Ich verstehe. Schatteine sind immerhin oft mit Energie geladen. Euer Anhänger ist aber auch ziemlich cool. Die Farbe ist so geheimnisvoll. Oh, der hier. Das ist ein Amethyst. Von einem Alchemist. Meister Vircor bat ihn, mich zu tragen. Ihn zu tragen. Nein, bat ihn, mich zu tragen. Los, Stein, nimm dir diesen Körper als Körper. Okay. Ein Alchetyst. Ein Amethyst. Ein Amethyst. Er ruft positive Schwingungen hervor im alchemistischen Sinne. Alchemistischen Sinne. Welche Farbe hatte das Ding nochmal, dieser Amethyst? Also der jetzt das, was er umhängen hatte. Also was ein Amethyst hat, ist dann, der ist dann normalerweise, glaube ich, lila? Weiß ich nicht. Ich glaube. Ich habe das mal in WoW gelernt. Ich kenne nur Rubin, Saphir und Smaragd. Ja, das ist ja einfach. Dreimal darfst du raten, weshalb. Ja, Pokémon. Nein. Ach so, ja, das auch, aber viel früher. Hä? Ja, wobei gar nicht so viel früher. Moment, Rubin, Saphir und Smaragd. Diese drei Steine sind das erste, was man sammeln muss in einem gewissen Lied. Oh, Zelda. Stimmt. Okay, Mr. Erlington? Nee, warte mal. Doch, es war ein Rubin, doch. Ja, das rote Ding von den Goronen. Mhm. Ja, wo die Goronen schön wohnen. Oh, Verzeihung. Ich erinnerte mich nur gerade an Meister Direktor zurück. Er gab mir diesen Stein und nahm mich als Assistenten an. Assistenten. Doch nun ist mein Meister... So ist wohl der Lauf der Dinge. Natürlich. Erlington vermisst den Kerl eindeutig. Ich kann gar nicht verstehen, wieso. Er muss Herrn de Victoire wirklich respektiert haben. Okay. Nee, da will ich nicht hin. Ich will erstmal das. Oh, das ist ein magischer Kreis. Er ist kreisrund und sieht magisch aus. Ich denke, das ist dein Spezialgebiet als Medium und so. Okay. Was ist Salz? Ah. Was ist das? Salz oder? Aha. Nein, das ist kein Korn. Salz. Das ist kein Salz. Naja, du hast ja schon die Bon gesehen, ne?
Und das ist nochmal eine Stufe höher. Es sieht so aus, als wäre jede Menge weißes Pulver um den Schreibtisch verstreut worden. Was das nur sein könnte. Hey, Nick, hier sind lauter Rasierklingen. Und Röhrchen. Oder Geldscheine. dieses weiße Puder, ist das seit dem Vorfall hier? Richtig. Es war genau so, als ich am Morgen nach dem Vorfall die Schatube betrat. Seitdem habe ich es so gelassen. Seitdem fühle ich mich so gelassen. Ich schätze, jemand hat Gras mit Medizin, ein Gefäß mit Gras fallen lassen. Was? Oh Mann. Hat sein Gesäß mit Medizin fallen lassen. In Medizin fallen lassen. Ja, jemand hat sein Gesäß in Medizin fallen lassen. Und wer war's? Luke! Nein, Obelix! Oh. Bitte versucht nicht hineinzutreten. Ihr könntet Fußspuren hinterlassen. Weil ihr mir das jetzt sagt, will ich erst recht überall kleine Fußabdrücke hinterlassen. Das wäre so wie ein Mojo mal hier. Nordmann mal hier. Nein, Moment. das war Nordmann, ne? Mhm. Ja. Hm. Nun, ich glaube, wir haben damit alles untersucht. Aber wir haben nichts in Richtung Hinweise auf die große Hexe gefunden. Ach, Mr. Erlington? Ja, was gibt es? Könnten wir vielleicht noch irgendwo anders Hinweise für unsere Ermittlungen finden? Lass mich nachdenken. Nein. Nun, unter dieser Schatudier... Nun, unter dieser Schatudiersche Tube befindet sich ein Keller. Dort hat Meister de Victoire seine Forschungsmaterialien aufbewahrt. Ein Keller unter diesem Raum? Ja, eine Falltür im Boden führt dort hinunter. Ein Zimmer mit der Victoires Forschungsmaterialien, hm? Wenn es euch nichts ausmacht, würde ich den Raum gern sehen. Ich verstehe, sehr wohl. Wenn ihr nur einen Augenblick warten würdet, ich muss das Puder beiseite räumen.